Weihnachten 1962. Ich hatte zum Geburtstag eine Kasper-Puppe geschenkt bekommen. Mit einigen Bindfäden und Holzstücken hatte ich sie bald so weit, dass sie wie eine Marionette einigermaßen laufen konnte. Und sprechen, wenn ich das wollte. Na, das klappt ja schon ganz gut, sagte ich eines Abends zu meiner Kasperpuppe. Ab morgen kannst du mit mir in die Schule kommen. Am nächsten Morgen lagen nur noch ein paar zerrissene Bindfäden in der Spielkiste und ein zerbrochenes Holzkreuz. Am Nachmittag kam ich aus der Schule. Meine Klassenkameraden hatten sich in zwei unordentliche Haufen geteilt, die sich gegenseitig mit Schneebällen bewarfen. Ich beobachtete das Treiben eine Weile, um herauszubekommen, wem ich mich am besten anschließen sollte, um selber nicht eingeseift zu werden. Schließlich bückte ich mich unentschlossen und griff in den Schnee. Da fiel mir ein Fetzen blaues Papier auf, mit gelbem Stern drauf. Das hatte zum Hut meines Kaspers gehört. Er selber lag im Rinnstein, sein Anzug war durchgeweicht und zermatscht, die Nase zerkratzt, ein Ohr und ein Bein fehlten gar. »Ach du armer Kerl«, rief ich erschrocken, »wie siehst du denn aus?« »Halt die Klappe, du Arsch«, sagte der Kasper. »So sieht eben aus, wer versucht, sich selber zu bewegen.«